Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Prey. Ja, wir sind hier immer noch, wie in der letzten Folge, daran ein wenig zu warten, bis dieser Countdown endlich abgelaufen ist und der Albtraum verschwunden ist, denn ja, gegen den kämpfen, ich glaube, da der uns noch one-shottet, wird eher schwierig, sage ich mal so. Ich möchte es auch ehrlich gesagt nicht probieren, sondern ich warte einfach, bis der weg ist. In dem Fall bin ich mal feige, aber ja. Da wir auch schon gegen andere, okay, gut. Da wir auch schon gegen andere Gegner, die nicht Albtraum hießen, schon ein paar Mal gestorben sind und ich ein paar Anläufe gebraucht habe, möchte ich da jetzt einmal diesen Weg gehen, wenn ich den gehen kann. So, hinten das galvanische Phantom, das möchte ich auf jeden Fall noch scannen und natürlich auch beseitigen. So, ja. Okay, die da sind natürlich immer noch fröhlich und gut aufgelegt, sobald sie uns sehen. So. Galvanisches Phantom war. Wobei wir Glunin und dann Kuhstrahl, ne? So. Guten Tag, der Herr. Schwächen, Nullwellen, genau. Immunität, elektrische Betäubung. Betäubung zählt ja, glaube ich, nicht als Glu, ne? Ich hoffe es. Sagen wir es mal so. Neue Zielfähigkeit verfügbar. Komm ran, komm ran. So, nein. Oh, irgendwie habe ich den nicht nachgeladen. Ungünstig. 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 Ja, so viel dazu. Und ich soll gegen den Albtraum kämpfen? Ich glaube nicht. Guten Abend, Talos. Ja, guten Abend. Wir werden das gleiche nochmal probieren. Hä? Habe ich den nicht nachgeladen? Aber der hatte auch irgendwie, habe ich das Gefühl gehabt, nicht so ganz angeschlagen. Der andere, den wir in der gelben Tulpe... In der gelben Tulpe... Ach, habe ich gespeichert, ehrlich? Den anderen, den wir in der gelben Tulpe getroffen hatten, der war dann doch... Doch, ist geladen. Komisch. Der war... Nee, wisst ihr, was ich glaube? Der setzt unsere Waffen außer Gefecht. Kann das sein? Kann das sein? Weil den Glue konnte ich jetzt auch wieder nicht abfeuern. Ja, guck mal, jetzt ist dann die Waffe nämlich außer Gefecht. Oh Gott, Steam Overlay, natürlich. Ja, okay, gut. Das hat so keinen Sinn. Das heißt, ich muss den mit dem Psychoschock angreifen, dass der seine Fähigkeiten nicht machen kann und dann ihn stilllegen und dann mit dem Nullwellen drauf. Okay, schauen wir mal. Neue Psyche. So, jetzt gehe ich mal auf ihn zu. Autsch. So. Dann einglohen. Hä? Warum lässt sich denn... Warum lässt er sich ja nicht einglohen? So, und dann... Vitalwerte kritisch. Eieieiei. Okay. Guten Abend, dann kommt schon der nächste, oder was? Die Anmeldung zur Talentshow für Talos-Mitarbeiter ist ab sofort möglich. Gehen Sie bitte zur Rezeption der Besatzungspapiere und wenden Sie sich an Galen. Scan abgeschlossen. Okay, vergesst das mit dem Eingluen. Psychoschock reicht schon. Da hinten ist noch so ein... Hier sind eine ganze Menge Gegner. So, nochmal speichern. Ach, da ist ein Geschütz da hinten noch. Moment. Nein, 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 nein. Muss alles nachladen. Ich möchte eine Spritze. Mann! Geht gut los heute. Sehr schön. okay, bevor der da ist, schnell die Glukanone nachladen. Dann kommt der um die Ecke. Na komm. Wo ist er? Da. Halt still! Oh Gott.
soll ich den denn so treffen? Ach, ich hab ihn getroffen. Okay, sehr schön. Okay. Damit haben wir bestimmt die Aufmerksamkeit von den weiteren Gegnern, die hier noch irgendwo sind, uns geholt. Okay, nochmal abspeichern. Jetzt habe ich hier alles eingesammelt. Ja, okay. Ah, da ist so ein Ding kaputt. Da hinten ist ein defektes Geschütz noch. Ist das Geschütz unseres, was da steht? Ist auch das auch defekt? Alles klar. Okay, dann würde ich sagen... müssen wir uns auf jeden Fall mal heilen. Also, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, reicht nicht so ganz, ne? Wir sonst wirklich nichts mehr zum Schnabulieren. Könnten uns höchstens noch mit den Sekt noch reinhauen. Also ein bisschen betrunken. Komm, auf den Pulle Schnaps hinterher. Ja, das war's schon, ne? Schade. So. Bisschen verschwommene Sicht. Okay, bisschen ist gut. Okay, geht vollkommen ab jetzt. Gut, dann natürlich wichtig, alles nachladen, bevor wir weitergehen. Da haben wir nachgeladen. So. Das auf jeden Fall nachladen. So. Das. Ist der nachgeladen? Ja, ist der. Okay. Gut. Nochmal abspeichern. Wo müssen wir hin? Zur Datenzentrale, ich weiß, aber wo geht's da lang? Ebene 2. Ebene 1. Moment. War das hier? Das heißt hier lang? Ja, Datenzentrale, da steht's auch. Das heißt, wir müssen daran vorbei. Reparieren wir mal. So. Nochmal speichern. Ein großer Mimik. Scan abgeschlossen. Gescannt. Weitere Proben benötigt. So. Die Organe mitgenommen. Da geht's zur Brücke runter. Wir müssen hinten zur Datenzentrale aber. Huch! 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 Ist der Mimik jetzt dieser Glubal? Warum kann ich ihn dann... Ja. So, jetzt kann ich ihn scannen. Was war das denn jetzt schon wieder? Okay, Forschung abgeschlossen. Das heißt, die großen Mimics haben wir jetzt 3 Punkte. Und dann heißt es wieder... Wo ist er hin? Der ist noch nicht explodiert. Hä? Wo ist der hin? Der ist noch nicht tot. Hallo? Boah, die sind so gemein, die Viecher. Da sind auf jeden Fall noch Mimics drin. Ja, die kennen wir schon. Werden wir uns bestimmt an... Wobei, komm. Wir holen uns die eben. Angst, dass hier dieses Große noch von links uns nochmal anspringt, aber gut.
Okay, die beiden Mimics haben wir. Dann kommt natürlich der Große noch. So, jetzt haben wir den aber. Hey. Alle schlechten Patienten, nur schlechte Medizin. Ah ja. Okay, wir könnten das hacken und reparieren, das Geschütz. Kommt noch ein Mimik. Was bist du? Was ist dahinter? Ein Aether Phantom. Speichern. Dann jetzt nutze ich halt doch mal das Medikit. Ja. Ne? Scan abgeschlossen. So. Okay. Auch diese neue werden wir. Zielfähigkeit verfügbar. Komm ran. Nein, ich bin da nicht nachgeladen. Ich bin doof. So. Jetzt direkt nachladen, bevor der nächste hier auftaucht. So, Aether Phantom. Typhonköder. Haben wir noch gar nicht eingesetzt irgendwie. Gut. Ein Operator Dispenser. Sollen wir das mal hacken hier? Komm, wir machen das mal. Autsch, nein. Okay. So. Und wieder zurück. Okay, gut. Können wir jetzt hier... Ja, jetzt können wir einen Operator... Beantragen neuen Operator. Er kann uns mal die Rüstung reparieren. So. Transfer, Kontakt. 410. Inspektion läuft. Ihre Anzugsintegrität wurde beschädigt. Lassen Sie mich das reparieren. Fertig. Dankeschön. So. Oder wenn wir die hier freilassen, werden die von den Typhon dann korrumpiert und greifen uns dann später an. Also haben wir uns jetzt quasi selber einen Gegner hier hingesetzt für später. Egal, den kriegen wir auch noch. Kriegen wir zur Not auch noch platt. Waren hier jetzt noch irgendwelche Mimics? Da hinten ist noch eins. Okay. Wir hacken das einfach mal. So, oh Gott. Bisschen knapper, aber haben wir gehackt. Bewege mich. Keine schlechten Patienten. Nur schlechte Medizin. Dass sie immer überall hinkrabbeln, ne? Ist dann irgendwie verstecken. Das ist ganz schön ekelhaft von euch. Denn hier hinten eigentlich? Looking Glass? Ach so. Aha, aha. Wer bist du? Thomas Tucker. Baseballhandschuhe, 9mm Munition, Typhonköder, eine schallgedämpfte Pistole, Munition, Schild auf der Bank. Gestifte von Catherine Yu, 23. Mai 2030. Looking Glass Szenenauswahl. Ja. Funktioniert aber, glaube ich, nicht mehr, ne? Leider. Wieder Mimik. Das kann uns von da hinten aufspüren? Ernsthaft? Okay, da laufen sie. Auch noch ein großes Mimik. Noch eins. Okay. Komm ran.
Na, wo sind die Überreste? Da. Okay, eins weniger. Oh, das ist ein großer. Muss ich doch mal zu anderen Maßnahmen hier greifen. Ich bin schon wieder fast, fast tot. Wir haben keine Medikits mehr. Nur noch was zu trinken dabei. Tja. Wir gehen jetzt mal den unkonventionellen Weg zur Datenzentrale, wie es da aussieht, ne? Ach, das ist da unten drunter, irgendwo hinten. Hier waren wir auch schon mal. Müssen wir doch hier zurück. Okay, okay. So, wir reparieren dich auf jeden Fall mal. So, Errungenschaft freigeschaltet, Techniker. Okay. Räum mal hier auf. Dankeschön. Überall dieses goldene Zeug. Guten Abend, Talos. Guten Abend. Denken Sie daran, sich während Ihres Aufenthalts an Bord einmal im Monat ärztlich untersuchen zu lassen. Dr. De Vries verspricht eine schnelle und möglichst schmerzfreie Prozedur. Hm, ja, nee, ist klar. Gucken, ob wir jetzt nachgeladen haben. Das gucke ich jetzt doppelt und dreifach. So, Taschenlampe können wir mal ausmachen, das blendet nur. Und dann gehen wir zur Datenzentrale runter wieder. Jetzt auch wieder Gegner. Nee, okay. Gut. Dann können wir hier. Erkennung erforderlich. Bitte wiederholen Sie folgende Worte. Chamäleon. Doktrin. Vorliebe. Stift. Chamäleon. Doktrin. Vorliebe. Stift. Jawohl. Ab in die Datenzentrale. Bist du sicher? Nein, aber wir gehen trotzdem rein. So. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt geht's endlich weiter. Ja. Es werden irgendwie jedes Mal, wenn wir irgendwo in ein Gebiet kommen, wo wir schon mal waren, werden es immer mehr Gegner, als wir schon beim ersten Mal waren. Das wird irgendwie. Das Spiel wird zusehends auch schwerer. Ich bin schon froh, dass ich. Ich hab ja auf schwer gestellt, ne? Ich glaube, es gab noch eine Schwierigkeitsstufe drüber. Ich bin ganz froh, dass ich so gemacht habe. Ich habe Errungenschaft freigeschaltet. Sesam, öffne dich. Tut mir leid, Morgan, aber ich muss dich leider einsperren. Als ich deinen Zündschlüssel zerstört habe, wollte ich dich damit vor einem riesigen Fehler bewahren. Es ist zu spät, den Kopf in den Sand zu stecken. Wir müssen das zu Ende bringen. In der Datenzentrale solltest du sicher sein. Wenn alles bereit ist, treffen wir uns in meinem Büro. Ich hoffe, du glaubst mir. Ich bin wirklich auf deiner Seite. Du bist einfach nicht du selbst. Also wir kommen jetzt hier nicht mehr raus. Willkommen in der Datenzentrale. Hätte die Talos 1 ein Unterbewusstsein, wäre es hier. Suchen Sie nach der Zentralspeicherung. Dort haben Sie das Festplattenlaufwerk mit dem Plan des Zündschlüssels versteckt. Derweil versuche ich, einen Weg hinauszufinden. Okay. Ja, ich bin da zuversichtlich, dass wir das schaffen werden. Denn sonst wäre das Spiel ja jetzt quasi vorbei. Datenzentrale. What the? Ach, da hinten steht einer. Der ist aber gerade auseinandergefallen. Wow, okay. Jennifer Lee. Hat 2 Bananenschalen. Wir haben wieder nicht genug Platz. Notiz. Ivy, St. Christopher, protect me. Noch eine Notiz. Lassen Sie bitte den neuen rein. 3415. Der neue. Okay. Was ist der neue? Sie haben ein Auge in meinem Gehirn aufgerissen. Ich sehe einen Himmel vor
voll mit Zähnen. Er kommt näher. Vielleicht ist es das, was Sie auch sehen. Ich habe Hunger. Ich habe immer Hunger. Ich rate, MU. Sie werden rauskommen. Sie können nirgendwo hin. Sie können nirgendwo hin. Der Typ ist schwer verwirrt, habe ich das Gefühl. Aber der, den Koch, den kriegen wir auch noch. So, Zachary West, da haben wir auf jeden Fall mal die E-Mails. Der ist nicht mehr ganz frisch, von Ivy Song an Zachary West. Fies, Erkande ist ein netter Kerl, wer kann es ihm schon verdenken, dass er aus der Korrektur raus will. Und einen echten Schreibtisch möchte statt einen aus Pappe. Er hockt da draußen ganz allein und dreht Däumchen, es tut mir echt leid. Alle Daten, die durch die Station laufen, werden hier gespeichert. Redundante Backup-Server befinden sich in Modulen, die bei einer katastrophalen Fehlfunktion ausgestoßen werden. Dass das noch nicht der Fall ist, zeigt, wie sehr Alex sich der Realität verweigert. Okay. Gut. Und einen echten Schreibtisch möchte statt einen aus Pappe. Er hockt da draußen ganz allein und dreht Däumchen. Er tut mir echt leid. Du solltest versuchen, netter zu ihm zu sein. Er mag keine fiesen Leute. Und Schatzsuche. Von Abigail Foy. Leute, gegrüßt, Abenteurer, blablabla. Ja, das kennen wir ja schon. Okay, dann gehen wir zurück. Was haben wir hier noch? Dateien. Baller sie weg. Fabrikatorplan für Munition für den jägeren Bolzenwerfer. Ja, den haben wir zwar schon, wir laden es trotzdem mal runter. Haben wir auch noch gar nicht gebraucht. Ich wüsste doch ehrlich gesagt. Bisher habe ich noch keine Situation gesehen, wo es Sinn gemacht hätte. Oh, da liegt eine neue Robot. Sehr schön. So. Teilchenkontaminierung. Ist noch ein Geschütz. Ach, da ist ein Geschütz. Das hat sie wahrscheinlich ausgeschaltet, ne? Müssen wir aufpassen, dass uns das Geschütz nicht erwischt, wenn wir da reinlaufen. Wir gucken erstmal noch hier irgendwo. Auf der anderen Seite. Ah, da können wir auch runter. Wahrscheinlich nicht ohne Grund. Beantragen neuen Operator. Ja, wir schicken einen Operator hier los. So wieder so ein Technik-Operator. Inspektion läuft. Ihr Anzug ist etwas mitgenommen. Schade, Medizin-Operator wäre schöner. Ich komme. Wir machen mal eine kleine Speicherung. Geh mal hier runter. Was soll denn die Musik jetzt? So, wir kriechen mal den Kabelschacht hier entlang. Ah, dann. Scheiß Mimik. So. Wir werden nicht ohne Grund hier lang kommen. Weil wahrscheinlich da hinten das Geschütz, woher? Ich habe sie gefunden. Moment, ist das der, den wir gerade erst freigelassen haben? Ist das der, den wir gerade erst freigelassen haben? Der ist nämlich gerade da. Aber mit Sicherheit war das der Operator, den wir gerade freigelassen haben. Ist nämlich nach da oben geflogen und kam jetzt dann wieder. Und da ist nämlich der Technopath. Ach du Schande. Okay. Mal abspeichern. Warum? Irgendwie ist das hier ein bisschen verbuggt. Ich kann mich hier manchmal nicht bewegen. Ich hänge mal an diesen Kabeln fest. So, weg damit. Weg damit. Oh oh. ja, wir gehen. Ja, Plan. Wir brauchen einen Plan, wie wir gegen den vorgehen. Ich muss den auf jeden Fall scannen, bevor ich ihn töte. Das wäre hilfreich. Ja, und wir können uns zum Beispiel nicht heilen. Das ist auch doof. Naja. Wir schauen mal. Ich überlege mir einen Plan, wie wir am besten gegen ihn vorgehen. Und derweil mache ich den Folgenende. Das heißt, in der nächsten Folge treten wir erstmal gegen den Technopathen an. Und ich hoffe, dann seid ihr wieder dabei. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen nicht vergessen. Und nächstes Mal wieder reinschalten. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.